Das war's jetzt. Oder ist sie das? Nee, das ist sie nicht. Ganze Munition hier verschießen. Wo ist die Schreierin? Vielleicht ist sie im Wasser. Irgendwo hier muss sie doch sein. Da ist aber keiner durch, ne? Das gibt's doch gar nicht. Wo ist die? Sehr seltsam. Irgendwo noch links hier. Sehr seltsam. Die hat sich bestimmt verirrt und den Weg nicht gefunden. Da kommt noch einer. Mysteriös. Na. Ach du Wackeldackel. So, Level 32. Okay. Level 32 gefällt mir. Dann machen wir doch mal das glatt. Wo ist diese Schreierin? Die wird ja nicht unten alles abgraben. Jetzt bin ich aber komischerweise schon einmal ums Haus rumgelaufen und ich habe nicht wirklich gesehen, wo sie sein soll. Sehr seltsam. Was sagt eigentlich mein... Oh ja. Gut, dass ich dran gedacht habe. Könnte mal wieder auffüllen. Ne? Wo? Wer macht da so einen Krach? Na. Das ist doch mal eine schöne Zahl.
Ah, da kommt noch einer. Mysteriös. Na? Gibt's denn sowas? Hallo? Da in der Mauer drin? Kann ja nicht sein. Sie schlägt ja nicht mehr. Mysteriös. Sehr mysteriös. Ah, kommt noch Nachschub. Jetzt links oder rechts von mir? Hört sich nach links von mir an. Seltsam. Jetzt wird's lauter. Wo ist die denn? Ich sehe aber auch nichts. Irgendwoher ist die doch. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Oder geht die Zeit irgendwie so langsam rum? Hier muss sie irgendwo sein. Nee, ich gucke jetzt noch nicht. Nochmal so ein Fauxpas wie eben, mal so glatt. Runterfallen und Beinbrechen muss jetzt gerade nicht sein. So viel Munition habe ich auch gar nicht mehr. Was brauche ich noch zum Reparieren? Wood. Reparieren wir sie mal. Nein. Oh. Eine KI ohne I. Ihr solltet mich ja eigentlich finden. Ich bin ja immerhin hier ziemlich prominent auf dem Dach. So, jetzt wird es aber echt eng mit Trinken hier. Machen wir mal noch einen Yucca Juice.
Upsala. Da kommt noch einer. Na, sage mal. Wie viele Pfeile brauche ich denn für den? Das ist ja so super. Nur noch 12, oh je. Noch ein gutes Stündchen. Tio, da habe ich noch eine Menge zu lernen, sage ich mal. Regel Nummer 1, fusche nicht an so vielen Einstellungen rum. Regel Nummer 2, vor dem Hordentag mindestens die Einstellungen überprüfen und dann anpassen. Alle. Nicht nur die Enemies, die spawnen. Noch ein Stündchen hat sie Galgenfrist, dann gehe ich mal gucken, wo sie rumläuft. Hat die Tick 27? Hab da jetzt gar nichts gemacht. Waren definitiv ein paar mehr als in den Zwischenhorden. Wäre ich nicht so ein schlechter Hausumbauer und hätte eine halbwegs ordentliche Struktur da, denke ich mal, wären sogar 32 möglich. Ohne direkt unterzugehen. Na. Sag mal. Ich schieße ja komplett daneben. Jetzt. Das wird aber eine lange Folge. Ich glaube, die schneide ich in zwei Teile. Werdet ihr dann sehen. Aber ich verrate noch nichts. Spoiler. Aha. Gibt's nicht. Jo, das ohne Rennen war schon ein bisschen seltsam. So ungewohnt. Gleiches 4. Was natürlich auch sein kann, passieren kann, vielleicht auch wird, dass ich gar nicht mehr weiterkomme, weil bei der nächsten Aufnahmesession schon die Experimental zu Ende ist. Dann würde ich natürlich umschalten auf, in Anführungszeichen, die Final Alpha 16 und dann nochmal von vorne loslegen. Und diverse Fehler, wie zum Beispiel Yucca-Saft machen, nicht vergessen, ne? Na? Dass ich dann in der Wüste noch definitiv besser zurechtkomme.
Oder gleich ein richtiges Türmchen bauen, Verteidigungstürmchen. Und nicht versuchen, mit mehr schlechten als rechten Mitteln und Möglichkeiten so ein Haus umzubauen, was offensichtlich nachweislich schief geht. Also im Kreativmodus ist das ja noch, naja, ausmerzbar, aber so im richtigen Spielmodus, man merkt, dass ich es nicht allzu oft gemacht habe bis jetzt. Also ein Haus im Haus. Wenn es ein kleines Häuschen. Ach, da ist doch was. Da ist doch was. Da ist doch was. War das die Schreierin? Habe ich sie hier getroffen endlich? Okay. Ja. Könnte sein, ne? Nee, die schreit immer noch. Sag mal, was ist mit ihm los? Ich bin ja eigentlich witzig, ne? Warum sitze ich eigentlich hier die ganze Zeit auf dem Dach rum, wenn die doch eh nicht rennen? Verdammte Hühnerkacke. Das ist jetzt mal super intelligent gefragt, oder? Super. Auf die Idee komme ich jetzt, ne? Die ist hier drin. Ist ja mal witzig. Ohne Scheiß. Ah ne, ich brauche noch Pflanzenfaser. Die ist tatsächlich drin. Aber wie ist die da reingekommen? An mir vorbei, unbemerkt. So ganz. Ohne zu schreien. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. So, dann packen wir noch mal ein Dingsbums. So, nochmal Federn. Dann machen wir noch ein paar Pfeile. Ein paar Frames. Die Pistole heben wir mal noch auf, falls wir noch einen später haben. Für später dann. Das legen wir dann wieder mit zum Essen und Trinken. Das nehmen wir mit zum Wasserfüllen, wenn es drauf ankommt. Jo. Holz habe ich natürlich jetzt nicht mitgenommen, ne? Ja. Wo keins ist. Dann gucken wir uns jetzt mal an, wo die Schreierin rumrennt. Ja, auf die Idee, dass ich draußen rumlaufen könnte, da hätte ich auch könnten früher raufkommen, ne? Ich bin ja mal echt. Na du, wo ist er? Ich bin hier mal echt zerstreut. Da ist er doch wieder. Die ist in der Garage, glaube ich, ja? Kann das sein? Hoppala! Das war gar keine Schreierin. Nicht jetzt? Ohne Scheiß? In die Eier. Ohne Witz jetzt? Okay. Ach, die Steine habe ich vergessen. Verdammt. Ja. Es gab also keine Schreierin.
waren dann nur eine Tante Frieda, die sich in Ecke festgebackt hat und noch nicht mal eine Wand zerklopft hat. Interessant. Sehr interessant. Naja. Jo. Das Slow-Motion-Gemetzel ist damit zu Ende. Und trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen und vielleicht habt ihr es ja ertragen bei diesem Game-Tempo. Nächstes Mal geht's flotter zur Sache. Dann bis zum nächsten Mal.